Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft namenlos. Ja, in der letzten Folge war ja meine Stimme so ganz komisch. Woran das liegt, weiß ich leider nicht, das tut mir leid. Jedenfalls sind wir bei Magical Crops stehen geblieben und haben uns ja schon so einen kleinen Garten hier angelegt. Und dann sind wir drauf gekommen, ups, ich bin noch im Creative. Das kann ich euch auch erklären, warum dem so ist. Genau. Also, passt auf. Wir haben uns den Garten hier angelegt und dann sind wir ja drauf gekommen. Ups, wir können uns diese besseren Essenzen gar nicht craften. So, das liegt daran, dass der Mod Magical Crops für diese Version, für die 1.12, noch nicht fertig entwickelt ist. Und dieses Feature noch nicht hinzugefügt wurde, was blöd ist. Allerdings gibt es einen anderen Mod, der ziemlich gleich funktioniert, also fast gleich funktioniert. Und schon fertig entwickelt ist. Und das ist der Mystical Archiculture Mod, genau. Und der arbeitet halt mit anderen Essenzen. Nachdem wir ja schon einige Essenzen hatten und ich habe nachgeschaut, wie viel das war, es waren ungefähr eben 3 Stacks, glaube ich, habe ich diese Essenzen ausgetauscht. Also vorher waren das ja Minitio-Essenzen, jetzt heißen sie Inferium-Essenzen. Zusätzlich gibt es noch dieses Prosperity Ore. Das habe ich mir aber selbst erfarmt. Also das habe ich nicht gecheatet, sondern das habe ich mir selbst erfarmt offscreen. Außerdem habe ich noch den Kristall ausgetauscht. Ich glaube, es ist in dem Interesse von uns allen, dass wir jetzt einfach zügiger vorankommen und nicht unsere Zeit damit verschwenden, nochmal die ganzen Essenzen zusammen zu farmen und zu minen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das Ganze auszutauschen. Gut, deswegen war ich gerade im Creative, weil ich eben die ganzen Essenzen noch schnell ausgetauscht habe und jetzt nehme ich eben diese Folge auf. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal damit, dass wir uns den verbesserten Kristall von dem Ganzen machen. Nämlich gibt es da den Crystal, genau, den Master Infusion Crystal. Den macht man aus Superium Essenzen und die, ja, die muss man einfach hochcraften aus eben Inferium-Essenzen. Und das werden wir jetzt mal schnell machen. Denn so. Oh ne, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte eigentlich diese hier. Nein, diese hier herstellen. Jawohl. Warum da nicht mehrere gleich reingezogen werden, weiß ich nicht. Aber ich kann ja das direkt mal so aufteilen. Dann haben wir da jeweils noch einen halben Stack dazu. Zack, 34, jawohl. So, das können wir auch nochmal aufteilen. Jeweils 14 gehen sich nochmal aus. Zack, 48, gut. Da müssen wir jetzt schauen, dass wir, ob wir schon genug haben für diese Superior-Essenzen. Aber es schaut im Moment gerade nicht danach aus. Nein. Oder? Das sind Superium-Essenzen. Sind das schon die Dreier, die wir brauchen? Nein. Supremium-Essenzen sind das sogar. Okay. Also, gut, dann. Okay, wir können uns nicht mal eine rote Essenz machen davon. Das heißt, wir brauchen noch viel, viel, viel mehr. So. Aber ich würde sagen, wir craften schnell mal eine Essenz zurück, damit wir ein paar Inferium-Essenzen haben. Denn wir können uns die ja anbauen und dann können wir nach und nach unseren Kristall verbessern. Denn es gibt Seeds. Genau, damit wollte ich auch anfangen. Die Basic Crafting Seeds. Jetzt müssen wir schauen, ob wir noch irgendwo einen Samen in einer Kiste haben vielleicht. Also einen Basic Minecraft Samen. Schaut im Moment jetzt nicht so danach aus. Vielleicht hier. Nein, auch nicht ganz. Nein, okay. Hier ist zumindest nichts drinnen. Dann legen wir uns. Kann ich schon schlafen? Nein, okay. Dann gehen wir noch schnell raus. Schauen wir, ob wir irgendwo Gras finden, woraus wir dann Seeds bekommen. Pardon. Bekommen könnten. So, da sehe ich schon ein bisschen hohes Gras. Vielleicht gibt uns das direkt ein paar Seeds. Nein, natürlich nicht. Jawohl, da haben wir Seeds. Mehr brauchen wir im Moment auch nicht. Im Moment. So. Zack, zack, zack. Schnell wieder zurückgerannt.
Wir haben halt immer noch ein leichtes Hungerproblem. Wir sollten uns vielleicht auch mal Weizen anbauen. Vielleicht ist das, oder halt mal diese Dinge hier. Ah, keine Ahnung. So, wir legen uns mal schnell hin, damit uns die Monster hier nicht stören und wir in Ruhe weitermachen können. Gut, also, vielleicht baue ich hier einfach mal Weizen an ins erste Feld. Ein ganz normales Weizen. Ich müsste noch ein bisschen Bone, okay, noch ein bisschen Bone Meal haben, glaube ich. Habe ich was zum Essen? Irgendwo hier drinnen? Das können wir uns durchbraten, die können wir uns durchbraten, das können wir uns durchbraten. Dann sollten wir halbwegs über die Runden mal kommen. Da haben wir noch ein bisschen Knochen, jawohl. Dann können wir auch direkt, genau, dann können wir auch. Warum geht das nicht rein? Habe ich das noch nicht? Ah, okay, Auto Input. Gut, jetzt funktioniert es wieder. Das müssen wir hier übrigens hier auch noch umstellen, glaube ich, jawohl. Dann startet sich diese Produktionskette auch wieder wie gehabt. Gut, dann bauen wir das mal schnell hier an und craften aus dem mal schnell Bone Meal. Und dann können wir ja das ein bisschen replizieren. Dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Seeds raus und gleich Getreide, das wir dann zu Brot verarbeiten können. Also gut, wir haben jetzt 8 Seeds herausbekommen. Genau. Jawohl, das ist genau eins mehr, als wir brauchen. Und aus dem machen wir uns jetzt die Basic Crafting Seeds, weil die brauchen wir dann für alles Samen. Da haben wir sie auch schon. Jetzt können wir die Tier 1 Crafting Seed machen. Soweit ich weiß, kommt aus der dann Inferium Essenz raus. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht, aber ich hoffe es mal. So, dann haben wir das. Können wir direkt die Tier 2 vielleicht noch machen? Ja, können wir auf jeden Fall, wenn wir die wieder umändern zu. Na, sag schon zu in ja, gute Ausdrucksweise heute wieder mal am Start. Genau, wenn wir das umändern zu dem hier. Ah ja, da war ja was so. Dann das nochmal teilen und das nochmal teilen und dann haben wir das auch. Da können wir noch eins. Zack. So, dann können wir das nochmal verbessern, indem wir 4 Sensoren von dem herumlegen. Jawohl. Dann können wir uns aus dem nochmal 4 solche Essenzen holen. Und dann haben wir das Beste, was wir jetzt uns machen können. Diese können wir. Ah ja, dann wollte ich noch was nachschauen. Es gibt nämlich. Noch. Es gibt nämlich solche Beschleuniger, die man unter das Feld setzen kann. Und dann wachsen die Pflanzen drüber schneller, habe ich gesehen. Add Magic. Upsi. Add, wie heißt es denn schnell? Mod Mystical, upsie. Add Mystical, genau. Hier gibt es nämlich, genau, den Growth Accelerator. Dazu brauchen wir einen Diamanten und Block of Inferium Essence. Das könnten wir aber hinkriegen. Und ein bisschen Stein, normalen Stein. Ja gut, weil dann können wir Buff it faster. Ich glaube, das hat einen 3x3 Radius, soweit ich das weiß, aber genau wissen tue ich das leider auch nicht. Allerdings würde ich das gerne ausprobieren. Plants above it faster. Wir können es ja mal ausprobieren. Es kostet ja nur einen Dia, also nur ist gut. Gut, dann holen wir. Ah ja, das Weizen können wir dann auch schnell verkraften. Jetzt holen wir uns mal hier das gekochte Fleisch heraus. Und essen das mal schnell. So, dann können wir auch wieder regenerieren. Dann machen wir uns hier noch schnell ein bisschen Brot. Eins geht sich noch aus. Jawohl, dann haben wir zwei Brot auch noch. Gut. Wir brauchen Diamant und jede Menge Inferium-Essenzen. Eins, zwei, drei und vier. Genau. Dann brauchen wir noch ein bisschen Cobblestone. Upsi. Ein bisschen Cobblestone und zwar müssen wir den durchbrennen. 1, 2, 3, 4. Jawohl. Schmilzt auch schon durch. Und der Rest sollte eigentlich passen. Uns fehlt nur mehr der Stein. Dann haben wir auch schon diesen Growth Accelerator. Dann sollte das Ganze auch schon ein bisschen schneller gehen. Ich muss das dann vielleicht nochmal kurz nachlesen, ob dem wirklich so ist. Das ist wirklich so ein 3x3 Radius ist, aber ich
glaube schon. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, da gibt es auch so Tinkering Tables. Keine Ahnung, was die machen, aber ist sicher vielleicht ein verbesserter Crafting Table, schätze ich mal. Wie machen wir die eigentlich? Space Ace. Ah, okay. Gut, die machen wir so. Jetzt machen wir aber mal den Growth Accelerator. Und den, da sollten wir jetzt eigentlich alles im Inventar haben. Jawohl. Hat uns ja nur, also nur unter Anführungszeichen, einen Dia gekostet. Aber ich glaube, das ist es mir wert. So. Upsi. Hey. Kann ich den wieder abbauen? Ich hoffe. Bitte. Nicht kaputt gehen. Oh, Gott sei Dank. Oh, fällt mir jetzt ein Stein von Herzen, dass es nicht kaputt gegangen ist. Gut, dann setzen wir das wieder hin. Denn das war ein Block zu tief. Na. Zack. Und dann da drauf den Growth Accelerator. Und jetzt sollte das ja eigentlich schneller wachsen, soweit ich weiß. Oder gilt das nur, wenn er direkt drüber ist? Muss ich dafür jede Pflanze. Nein, nein, muss ich nicht, glaube ich nicht. Ist das irgendwie beschleunigt jetzt oder nicht? Geht es jetzt schneller? Oh, Absturz. Bitte nicht. Nein, 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 nicht gut. Okay, das. Okay. Schauen wir mal, ob sich Minecraft jetzt erholt oder ob das jetzt ein Absturz wird. What's happening? Hilfe! Vielleicht darf man den auch nur bei so Samen von dem Mod einsetzen. Ja gut. Es hängt jetzt gerade eh leider. Und die Folge ist auch eigentlich schon vorbei. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Like da, lasst gerne auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, denn sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ah, ha, wir sind zurück. Macht's gut, bis dann und ciao.